Gut, dann gehen wir einmal eine Runde pennen. Und ich weiß nicht, ob wir Gumbario weiterhin draußen haben sollten. Weil ich weiß ja nicht, ob der Meister dieses Mal wieder so heftig ist. Deshalb lasse ich ihn am besten weiterhin draußen. Vielleicht müssen wir dann nochmal scannen. Wobei, keine Ahnung. Er ist ja jetzt eigentlich dann nochmal stärker als vorher. Weil es gibt wirklich eine harte Form von dem. Und der konzentriert sich nämlich immer. Also konzentriert sich in dem Sinne, dass er dann seinen Schaden steigert. Und dann, Leute, ist richtig Kacke am Dampfen, wenn man es so mal sagen möchte. Also eigentlich wäre es besser, wenn wir Boo rausnehmen würden. Aber ich möchte erstmal sehen, ob wir den vorher nochmal scannen müssen. Ja. Okay, Freunde. Ein sehr harter Kampf steht uns nun bevor. Ob es uns wirklich was bringt, ich weiß nicht. Ich würde es trotzdem machen. Mario, willkommen zurück. Sehr schön, Mario. Ich werde nochmals gegen dich kämpfen, aber ich werde es dir bestimmt nicht leicht machen. Du musst dich vollkommen konzentrieren, wenn du gegen mich bestehen willst. Ja, alles klar, werde ich. Es geht los. Dieses Mal wird es richtig hart. Mario fällt schon hin. Möge der Kampf beginnen. Und wham. Oh, oh. Jetzt sieht er schon ein bisschen härter aus. Mario, jetzt wirst du fallen. Oh, scheiße. Ja, man kann ihn scannen. Ja, Mann. Gut, machen wir. Das ist der Meister im Götter Dojo und er ist der stärkste Kämpfer. Ja, kennen wir schon. Oh, oh. Oh, oh. Mask-KP 75, Angriffskraft 8, Verteidigung 0. Er beherrscht sowohl herkömmliche als auch fortgeschrittene Angriffstechniken. Konzentriere dich, Mario. Der Kerl versteht keinen Spaß. Oh, oh. Das sieht nicht gut aus. Wir sollten da gleich mal was Übles draufhauen. Am besten mit deinem Power-Äpfel. Jawohl. Ah ja, stimmt, jetzt hat er auch... Verteidigung hat er nicht. Egal. Nettes Manöver. Oh, oh, jetzt haut er nämlich rein. Aua. Ja, und nochmal. Nee, schade. Ich glaube, der... Das war noch nicht mal alles, Freunde. Das war noch nicht mal alles. Wenn wir jetzt Pech haben, dann schlägt er uns nächste Runde K.O. Mal gucken. Ja, wir hauen einfach mal drauf. Mit einem Powerdots. Schauen dann mal, wie weit wir kommen. Ah ja, 37. Ja, ist schon mal ganz gut. Ja, ich wechsle jetzt lieber zu Boo. Weil Boo uns ja einmal unsichtbar machen kann. Und das brauchen wir vielleicht auch. Verliere nicht die Konzentration. Ich habe noch gar nicht damit begonnen, richtig reinzuschlagen. Was? Oh, oh, scheiße. Bats! Und... Oh, schade. Er hat nur 7 Schaden gemacht. Gut. Wir riskieren nichts. Gar nichts. Wir werden hier jetzt sofort den Himmelskuss einsetzen, damit wir sofort wieder auf volles Leben kommen. Ihr merkt, der haut richtig rein. Ja, ich glaube sogar, dass diese Version sogar stärker als der Endboss Bowser ist. Aber naja, ich weiß es nicht so ganz genau. Ich vermute es, hat es damals auch schon immer vermutet. So, also wie gesagt, es muss nicht stimmen. Ist nur meine Vermutung. Okay. Jetzt hauen wir ihn mal richtig mal mit dem Rosenstrauch ein drüber. Fühle ihre nicht die... Ja, das kennen wir ja schon. Oh nein. Na, konzentriert... Nee, doch nicht. Naja. 4, 5... Ah, nee. Und er schlägt nicht zu. Gut, Freunde. Ich glaube, wir haben gewonnen. Das war's schon. Weil wir sind einfach so imber. Guckt euch an, wie viel Schaden der Power da uns macht. Er ist so abnormal. Oh Mann, 5 KP hat er noch. Hm, nettes Manöver. Ja, und Boo macht jetzt noch eine letzte Ohrfeige. Und dann hatten wir ihn. Tja, gut, ich glaube, wir sind bereit für Bowser. So viel Schaden, wie wir machen. Wir sind ja schon richtig immer, ey. Tja, Orden. Ich sag euch nur, Orden ist alles. Angeschaden, genauso. Gut, wir hätten ihn auch ein zweites Mal besiegt. Das war ein sehr guter Kampf. Sehr gut, ich gebe dir dies. Damit hätten wir die Sternenkarte, der beweist, dass Mario gegen den Meister siegreich war. Ein weiteres Mal. Du darfst gerne jederzeit hier trainieren. Okay, nochmal. Willkommen im Dojo. Versuchen. Sehr schön, ich werde ein letztes Mal gegen dich kämpfen. Doch dieses Mal zeige ich keine Zurückhaltung mehr. Bist du bereit? Ach du Scheiße, jetzt haut der erst richtig rein. Oh oh. Okay, Freunde, jetzt geht's richtig los. Möge der Kampf beginnen. Gut, das ist dann wohl die allerhärteste Version. Ja. Siehe meine Wut, Mario. Das sieht nicht gut aus, Freunde. Das wusste ich nicht. Darf ich nochmal fliehen? Oh, scheiße. 100%? Alles klar. Tschüss. Oh, oh, nee, das will ich nicht. Das tue ich mir nicht an. Hm, dir fehlt es an Stärke, doch du hast Talent. Bitte komm wieder, wenn du nochmal kämpfen willst. Denn ich will Gumbario als erstes draußen haben, damit ich ihn nochmal scannen kann. Ich wusste nicht, dass man ihn nochmal scannen muss. Zweitens will ich nochmal mich ausruhen und nochmal abspeichern.
Weil ich weiß wirklich nicht, ob es einem wirklich am Ende was bringt. Oder ob man dann einfach nur zum Komplettieren des Spiels dann die ganzen Urkunden haben will. Ja, das weiß ich eben nicht. Ja, probieren wir es einfach nochmal aus. Wir sind hier, wenn wir den schaffen, dann sind wir wirklich bereit für Bowser, weil diese Version ist wirklich noch, ist wirklich stärker als die Bowser-Version. Weil das eben, vorhin habe ich mir gedacht, naja, okay, 4, 5, so viel kann Bowser bestimmt auch machen, weil er ja der Endboss ist, nicht wahr? Aber das, was der da macht, das ist nicht, damit ist nicht mehr zu spaßen. Da müssen wir jede Runde, glaube ich, fast einen Himmelskuss einsetzen und versuchen uns mit Bu so oft wie möglich unsichtbar zu machen. Ich weiß nicht, wie wir es schaffen wollen, wir versuchen es einfach mal. So, wir haben jetzt abgespeichert, wenn wir es nicht schaffen sollten, probieren wir es dann irgendwie im nächsten Part nochmal neu und naja, mal schauen. So, dann versuchen wir es nochmal und dieses Mal ein letztes Mal. Kämpft er gegen uns. Alles klar, und dieses Mal ohne Zurückhaltung. Okay, es geht los. Möge der Kampf beginnen. Oha, was soll das eigentlich darstellen, ey? Weiß ich nicht. Ist mir auch in dem Fall egal. Das ist der Meister, ja? Warte mal. Jetzt habe ich es übersprungen. Ist egal, ich habe 99 KP gesehen und was weiß ich, wie viel andere schauen. Werden wir sehen, wenn wir ihn allein. 99 KP. Ist das ein bisschen heftig? Tja, ich glaube aber, er hat immer noch keine Verteidigung. Let's find it out. Doch, er hat einen Verteidigungspunkt. Alles klar, da wissen wir Bescheid. Aber wir haben jetzt schon was gezogen. Für jemanden, der aussieht wie ein Klempner, verfügst du über große Stärke. Ja, Mario, überstehe dies, wenn du kannst. Oh, scheiße, ey. Und jetzt kommt nochmal ein dritter Schlag. Scheiße. Ja, ich glaube, damit ist wirklich nicht zu spaßen. Himmelskuss. Ihr seht, das ist wirklich heftig. Da sollte man sich eigentlich eine Tarnkappe mitnehmen. Damit man irgendwie 2-3 Runden übersteht und dann ist der Typ down. Aber wir versuchen es einfach mal so. Ist ja ein Glück kein Game Over, wenn wir mal so sterben sollten. So, dann hole ich mir jetzt mal Buros. Okay, ich bin gespannt. Jetzt haut er nämlich bestimmt nochmal so rauf. Ja, Mann. 5, 8 und nochmal. Nein, doch nicht. Das war jetzt was... Ja, okay, gut. Den nächsten hoffentlich überstehen wir, oder? Ja, ich hoffe es. Okay, Power Downs, allerwichtigste. Unbedingt Power Downs im Einsetzen. Weil das natürlich am meisten Schaden haut und das ist unsere Damage-Quelle. Ab sofort. Ah ja, er hat jetzt 68 KP. Es passt doch schon mal. So. Machen wir uns jetzt unsichtbar? Oder wie sieht's aus? Ja, wir machen uns unsichtbar. Ich hoffe nur, dass er sich jetzt nicht... Nee, okay, gut. Jetzt haut er nämlich so drauf. Bam. Ja, und hat verfehlt. Perfekt. Mehr wollte ich auch gar nicht. So, dann können wir nochmal ein Power Darts draufhauen. Und mal schauen, wie es dann ausgeht. So. Friss, mein Guter. Und die Hälfte des Lebens hätten wir schon mal damit fast down. So. Mal schauen, was er jetzt macht wieder. Oh, scheiße, Alter. Das ist so übel, ey. So, Himmelskuss. Definitiv. So, den brauchen wir unbedingt. Seht ihr, ohne Himmelskuss kommt man hier bei dem Typ nicht aus. Und ihr seht, so viel Schaden macht wirklich noch nicht mal Bowser. Das ist richtig übel. Deshalb will ich mal gucken, ob wir den überhaupt schaffen. Weil wenn man den, naja, okay, wenn man ihn nicht schafft, er ist ja stärker als Bowser. Also wenn man ihn nicht schafft, muss ja nicht gleich heißen, dass man dann Bowser nicht schaffen würde. So, 5. Ja, hauen wir einfach mal drauf. Mal gucken, damit können wir dann mit Bu überhaupt noch mal Schaden machen. Immer nur 1. Aber wenigstens immerhin was. So, es hat zwar nicht viel gemacht. Jetzt ist an der Zeit, dass ich keine Gnade mehr zeige. Oh, scheiße. Das klingt nicht gut. Das ist keine Musik in meinen Ohren. Oh, scheiße. Wir sind schon wieder fast da. So, was setzen wir jetzt ein? Naja, Superpilz reicht, glaube ich, nicht. Leute, wir müssen das jetzt alles auf eine Karte irgendwie legen. Wir können ihn auch nicht einschläfern oder so. Ich glaube, das hilft nichts, gar nichts. Wir müssen jetzt ein Power Downs machen und schauen mal, wie viel Leben er da noch hat. So. Mal schauen. Oh, scheiße. Ist viel zu wenig. Jetzt müssen wir uns unsichtbar machen. Und dann schlucke ich einen Pilz. So. Jetzt haut er natürlich wieder übelst rein. Puh, bad. Ja, aber es ging daneben. Weil wir invisible sind. So, und jetzt machen wir nochmal einen Superpilz. Auf der Hoffnung, dass wir das überleben. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, jetzt ist Ende im Gelände.
Ja, er zeigt keine Gnade mehr, jetzt ist Ende. Und zack, abgewehrt und... Oh, wir haben es doch überlebt. Hey, wir haben es überlebt. Jetzt hätten wir vielleicht eine Chance, dass wir ihn besiegen könnten. Okay, Concentration. Ich muss versuchen, so viel Schaden wie nur möglich ist, rauszuhauen. Ja, okay. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt fürs nächste Mal reicht. Ich weiß es nicht. Wie viel Leben hatten wir vorhin? 8? Ja, dann könnten wir es vielleicht nächstes Mal nochmal überleben. Aber nur, wenn er zweimal angreift. Okay, mal gucken. Oh, das wird richtig heftig jetzt. Okay, warte mal. Der gibt 10 KP und ein Kuchen gibt nur 15 BP. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut, Freunde. Superpilz, jawohl. Ja, wir können ja keinen Himmelskuss mehr machen. Wir müssen uns jetzt irgendwie mit Items hochhauen. Na, reicht es? Reicht es? Oh, oh. Und? Oh, es hat verfehlt. Oh mein Gott. Okay, Leute, jetzt müssen wir draufhauen. Powerlouts. Ohne Frage, ey. Ohne Frage. Es geht weiter. Es geht weiter. Oh, 4 hat er noch. Wie viel kostet das? 2? Oh, oh. Freunde, wir schaffen's. Wir schaffen's. Ja, Mann. Unsichtbar, aber mit Glück. Den letzten Schlag, dass der verfehlt hat, das war richtig viel Glück. Okay, bam. Daneben. Und jetzt machen wir nochmal ein Powerdowns. Und dann ist Ende im Gelände, mein lieber Freund, du. Und sag Tschüssi. Ja, Mann. Oh, und jetzt springen wir nochmal ein bisschen drauf, weil es uns Spaß macht. Wir haben ihn geschafft. Oh mein Gott. Da-da-da-da-da. Leg dich eben nicht mit Mario an. Jawohl. So, ich bin gespannt, was es uns bringt. Bestimmt nur eine dämliche Karte. Edler Mario, du hast mich übertrumpft. Mich, den Meister, den stärksten aller Kämpfer. Da du es geschafft hast, mich zu schlagen, soll mein Respekt und dies fort an dir gehören. Das ist das Diplom, der Beweis, dass Marios Kraft übertrefflich ist, sozusagen. Oh, jetzt habe ich mich unsichtbar gemacht. Was führt dich hierher? Ja, jetzt kann man nochmal gegen ihn kämpfen. Ich weiß echt nicht, was uns das, diese Auszeichnungen bringen. Auf jeden Fall haben wir sie jetzt. Und, ja, es dient einfach nochmal zur Komplettierung, sozusagen. Gut, dann wissen wir schon mal, dass wir so einen harten Gegner wie den da schaffen. Dann würde ich sagen, legen wir uns nochmal pennen und dann beende ich an der Stelle den Part. Jawohl. Okay, hallo Mario. Ja, willst du nochmal pennen? Alles klar. Gut. Legen wir uns nochmal kurz hin. Und, ja, im nächsten Part machen wir uns dann zum Sternenschnuppengipfel auf. Jawohl. Tja, Freunde, da geht es dann schon auf zu Bowsers Festung. Kaum zu glauben. Ja, mal gucken, was... Ich glaube, ich weiß nochmal, was wir im nächsten Part nochmal machen können, aber es dauert nicht lange. Okay, aber an der Stelle beende ich erstmal den Part. Es geht nächstes Mal wieder weiter bei Paper Mario. Weiterhin dranbleiben. Bis zum nächsten Mal. Ciao!